Einen wunderschönen guten Morgen. Nehmt doch bitte Platz. Wir sind in dieser Reihe, eine typische Sommerpredigtreihe, Weltveränderer. Und wir orientieren uns an ein paar historischen Persönlichkeiten, um herauszufinden, was war ihr Geheimnis, warum konnten sie tatsächlich ihre Welt verändern und was ist das, was der Heilige Geist zwischen den Zeilen zu dir und zu mir sagt, wie du deine Welt, deine Umgebung, deinen Einflussbereich verändern kannst. Und der Mann, der uns heute Morgen hilft, das ein bisschen zu verstehen, ist John Wesley. Vielleicht hast du seinen Namen schon mal gehört. John Wesley, 1703 geboren bis 1791, 88 Jahre geworden, der Mann. Und nachweislich sagt die Geschichte, er hat Gesamtengland verändert, die Gesellschaft verändert. Es kam nicht zu irgendwelchen blutigen Revolutionen, sondern tatsächlich wurde durch Gottes Hilfe ein ganzes Land geprägt, verändert. Erneuert, in eine Aktivität hineingebracht, dass sie zur Weltmacht werden ließ. Und man sagt, die geistlichen Wurzeln liegen bei diesem Mann und seinem Einfluss. Erstaunlich, ein Mann ändert die Geschichte seines Landes. Hey, das beeindruckt mich. Vielleicht sagst du, okay, ich heiße nicht John Wesley, macht nichts. Vielleicht ist dein Name mal in den Geschichtsbüchern. Wer weiß, was noch kommt. Mich hat dieser Mann fasziniert und ich will euch ein paar Daten geben, um so ein bisschen, man kann das Lebenswerk nicht vollständig erklären innerhalb der von 30 Minuten. Aber ich will euch mal so ein paar Highlights geben, die uns ein bisschen von der Größe und der Dynamik dieses Mannes Rechnung tragen. Dieser Mann hat 380.000 Kilometer auf dem Pferd zurückgelegt, um das Evangelium zu predigen. Das ist ungefähr 9,5 Mal um die Erde. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer du schon bisher gewandert bist, ja? 380.000 Kilometer. Die letzten 4 Jahre ist er in der Droschke gefahren, weil aufgrund seines Alters mit 84 haben die anderen gesagt, ey, Pferd alleine reicht nicht, wir geben dir eine Kutsche, damit es ein bisschen bequemer ist. Der Mann hat am Tag zwischen 3 und 4 Predigten gehalten. Jeden Tag. 42.000 Predigten sind von ihm aufgezeichnet. Warum? Weil dieser Mann akribisch Bücher geschrieben hat, Tagebücher. Deswegen können wir so gut sein Leben nachvollziehen. Dieser Mann hat am Tag zwischen 12 und 14 Stunden gearbeitet. Mal gucken, wer von uns da an das Niveau rankommt. Und wir merken schon, er beschreibt das so nett, als er 83 ist, sagt er zu seinem Sekretär, ab jetzt muss er eine Stunde weniger arbeiten, weil er braucht ein bisschen mehr, um sich zu entspannen. Ich dachte, wow. Ich kenne Leute, die zu mir sagen, hey, ich weiß gar nicht, muss ich in der Gemeinde mitarbeiten? Oh, das könnte richtig schwer sein. Ich komme nur zum Genießen. Leute, darf ich euch das mal fragen? Hat irgendeiner von euch schon mal Kinder gehabt und eine Familie? Wer in deiner Familie von deinen Kindern und deinen Leuten hatte das Recht, die Füße hochzulegen, während alle anderen arbeiten? Ach so. Wir merken schon, da ist irgendwas bei uns schiefgelaufen. Könnte es sein, dass uns unsere alte menschliche Seele immer erzählt, du musst dich schonen? Petrus hat das einmal zu Jesus gesagt und hat dann die Reise seines Lebens gemacht. Als Jesus zu ihm sagt, hey, was sagst du zu mir? Ich soll mich schonen? Hey, hinter mich, Satan. Ich habe einen Auftrag, den ich erfüllen muss. Lass mal nachdenken, ob wir noch einen Auftrag haben, den wir erfüllen wollen. Oder ob wir einfach vor uns hin plätschern, weil wir überhaupt nicht den Plan Gottes verstanden haben. Deine Seele wird dir immer sagen, erhol dich, entspann dich, arbeite ja nicht zu viel. Soll ich dir sagen, was Paulus sagt? Die Liebe Gottes treibt mich. Lass mich dich das mal fragen, was treibt dich? Deine Bequemlichkeit oder die Liebe zu Jesus und zu verlorenen Menschen? Das hat diesen Mann getrieben, deswegen war der mit 88 noch unterwegs. Lass uns kurz drüber nachdenken, was treibt dich an? Und interessanterweise, wenn dich irgendwas antreibt, hast du das schon gemerkt, da kannst du plötzlich früh morgens aufstehen,
Da ist die Arbeit nicht zu viel, da ist die Zeitinvestition nicht zu viel. Plötzlich, weil es dich antreibt, bist du in Bewegung. Hey Leute, diesen Mann hat Reich Gottes angetrieben. Darf ich dich das fragen, der du hier sitzt heute Morgen, was treibt dich an? Und ich merke, hier ist was verloren gegangen. Petrus schreibt das an die Christen und sagt, Leute, wenn die Freiheit, die vermeintliche, die ihr habt, euch dazu führt, dass ihr euren alten, sündigen, fleischlichen, menschlichen Lebensstil führt, ist irgendwas schiefgegangen, weil die Liebe befähigt uns zu dienen. Stimmt's, alle, die ein bisschen länger verheiratet seid? Liebe befähigt uns zu dienen. Und wenn du eine Familie hast, dann führt dich Liebe dazu, dass du dieser Familie dienst. Und wenn du in der Gemeinde Jesu bist, dann befähigt dich die Liebe Christi dazu, deiner Kirche zu dienen. Das ist die Wahrheit und das Geheimnis. Diesen Mann trieb diese Liebe zu Gott und zu den Menschen. Er hat 250 Bücher geschrieben, neben all dem anderen. Und Leute, ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, wo hat der Mann die Kraft hergenommen? Würde das irgendein von euch interessieren? Wie hat das gemacht? Das ist, egal welche Story ich lese, ist das immer meine Frage. Wie haben die das gemacht? Dieser Mann hat in seinem Leben eine Bewegung gestartet gegen den Widerstand der damaligen anglikanischen Kirche. Das war die bestehende sogenannte Kirche im Land. Man hat eben Rufmord und Kampagnen und was auch immer hinter ihm hergebracht. Der Mann hat eine Bewegung aus der Erde gestampft in seiner Generation von über 100.000 Leuten. Unglaublich. Und meine Frage war, Gott, woher nahm der seine Kraft? Und das ist die Frage, die dich auch bewegen sollte. Gott, woher bekomme ich Kraft, wirklich mein Umfeld mit deiner Liebe zu verändern? Wie schaffe ich das in meinem Job, in meinem Zuhause, in meinem Dorf, in meiner Schule, in meiner Firma? Wie kommt es, dass ich die Kraft bekomme, Veränderung zu schaffen? Nicht meine Umwelt verändert mich, sondern ich verändere meine Umwelt, mein Umfeld, meine Leute, mit denen ich zu tun habe. Hey, das ist der Punkt, oder? Das ist die Stimmung, die wir haben. Weltveränderer. Dieser Junge ist aufgewachsen in der Familie, da gab es 19 Kinder. Also die Eltern, die haben es wirklich wörtlich genommen mit seid fruchtbar und füllt die Erde. Ja? Die haben den Auftrag vielleicht gedacht, sie müssen ihn alleine erfüllen. 19 Kiddies, mein lieber Mann. Der Vater war Pastor. Pastor in der anglikanischen Kirche. Und die Kinder sind aufgewachsen mit diesem Glauben an einen Gott, den man fürchten muss. Dieses alte gesetzliche Bild, Gott ist so groß, wir sind so klein und wir müssen probieren, so gut wie möglich zu sein, damit dieser Gott uns nicht straft. Dieses typische Bild, Gott sitzt auf dem Thron, erwartet, dass du einen Fehler machst, bam, es kommt die Strafe. Das war ihr Gottesbild. Und das war auch bei dem Jungen nicht anders. Und er ging nach Oxford. Er war ein hochcleverer Bursche und hat dort studiert, Theologie. Er wollte Prediger werden. Und in diesem Studium sammelte er ein paar Kollegen. Warum? Er wollte unbedingt einen Lebensstil führen, der Gott gefällt. Und sie trafen sich jeden Tag. Sie haben sich akribisch einen Stundenplan gemacht, wann sie beten, wann sie die Bibel lesen, wem sie mit irgendwie das Evangelium von Jesus verkündigen sollen, welche guten Taten sie machen wollen. Jeder Tag war durchgestylt bis nahezu auf die Minute. Und am Abend haben sie sich getroffen in sogenannten Rechenschaftsgruppen. Das heißt, man hat sich gegenseitig erzählt, wo man versagt hat und wo nicht. Und dann hat man sich geschworen, man wird besser. Besser das nächste Mal. Gott sollte doch stolz auf uns sein. Er sollte sehen, dass wir uns anstrengen. Er sollte sehen, dass wir uns vervollkommnen wollen. Wir wollen doch irgendwie an Gott rankommen und ihm irgendwie klar machen, hey Gott, wir sind die Richtigen. Und der Mann strengte sich an. Und seine Kommilitonen, seine Mitstudenten haben ihm einen Spitznamen gegeben. Sie haben gesagt, ey, das ist ein Methodist.
der versucht methodisch genau alles einzuhalten, um ja ein super Christ zu sein und ja dafür zu sagen, dass Gott Wohlgefallen an ihm hat. Und der Mann war gut. Er sammelte Leute um sich rum. Und das breitete sich richtig aus, dieser Versuch, besonders gut und besonders heilig zu sein. Und 1735 wollte er dann nicht nur über seinen Glauben reden, sondern seinen Glauben leben. Er wurde Missionar. Mit seinem Bruder zusammen fuhren sie per Schiff nach Amerika, eine sogenannte Heidenmission, so nannte man das dann früher. Und auf diesem Schiff erleben sie ihr Waterloo. Dieses Schiff gerät in den schlimmsten Sturm, den man sich vorstellen kann. Und Wesley schreibt, wie er sich irgendwann am Mast festhält und vor lauter Angst und Panik schreit und irgendwie hofft, dass er es überlebt. Und alle seine Glaubensstärke, von der er dachte, dass er sie hat, seine Sicherheit in Gott zu haben, zu wissen, es ist mir egal, wenn ich sterbe oder lebe, ich bin bei Gott. Nichts von dieser Sicherheit war da. Alles, was er hatte, war Panik. Und es kam ihm permanent wie in einem Film innerlich, kam ihm alle seine Sünden hoch, alle seine Versagensmomente. Und er wusste, wenn dieses Schiff untergeht, ist er in der Hölle. Und er war Missionar. Er war auf dem Weg, anderen Leuten zu erklären, wie das Evangelium funktioniert. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Zerbruch ist? Du dachtest, du bist doch heilig genug. Du dachtest, du bist fromm genug. Du dachtest, hey, mein Leben reicht schon irgendwie. Ich bin doch schließlich religiös. Ich probier's doch mit aller Kraft. Und dieser Moment macht ihm klar, hey, von all dem, was du da propagierst, stimmt in deinem eigenen Leben nicht viel. Und wie das Gott manchmal so macht, wenn es so eine Phase des Zerbruchs unseres Stolzes gibt, sitzt auf diesem Schiff eine Truppe aus Deutschland, sogenannte Herrenhuter-Missionare. Zinzendorf, Erweckungsbewegung, da in Sachsen, irgendwo am Ende der Welt. Und diese Typen sitzen während des Sturmes zusammen, halten Händchen und preisen den Herrn. Und Wesley guckt diese Truppe an und denkt, das gibt's doch gar nicht. Wo nehmen die Sicherheit her? Er klammert sich an den Mast und die Jungs preisen fröhlich den Herrn und haben eine tolle Zeit zusammen. Und es macht ihn so kirre, dass er hingeht und sagt, Leute, was ist los mit euch? Und sie sagen zu ihm, wieso? Jesus hat unsere Schuld vergeben. Die Sache mit Gott, unserem Vater, ist völlig in Ordnung. Sollten wir untergehen, gehen wir nach Hause. Aber Gott hat zu uns gesprochen, wir werden nicht untergehen, sondern wir werden nach Amerika gehen, weil Gott hat einen Auftrag und eine Mission für uns. Dieses Momentum kriegt Wesley die nächsten 2 Jahre nicht mehr aus dem Kopf. Sein Einsatz in Amerika ist ein totales Desaster. Er kommt völlig desillusioniert nach Hause. Nichts davon hat funktioniert. Und er schreibt in sein Tagebuch, ich ging nach Amerika, um die Einwohner dort zu bekehren. Aber wer bekehrt mich? Wer befreit mich von meinem verzagten und bösen Herzen? Manchmal brauchst du, damit Gott tatsächlich mit deinem Leben was anfangen kann, diesen Moment, wo dein Stolz, dein religiöser Stolz zerbricht. Wo du merkst, du kannst dich nicht selber heilig machen. Wo du merkst, du kannst nicht so leben, dass Gott an dir Wohlgefallen haben würde. Alle deine Anstrengungen sind am Ende zum Scheitern verurteilt. Und er erlebt genau diesen Moment. Und er trifft in England wieder einen Deutschen. Wieder einen von diesen Herrenhuter Missionaren. Peter Böhler heißt der Mann. Und dieser Mann erzählt ihm, hey, alle deine Versuche, richtig zu sein, sind ein netter Ansatz, aber du machst es falsch, weil Jesus hat dafür am Kreuz mit seinem Leben bezahlt. Er nimmt deine Schuld und deine Sünde und im Gegenzug gibt er dir seine Gerechtigkeit. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Dein eigenes Zeug macht überhaupt nichts. Das beißt ihn ins Herz. Weil er wollte doch so gerne beweisen, dass er es selber kann. Dass er, wenn er sich nur anstrengt, alle Gebote hält und richtig ist und vor Gott richtig steht. Und Gott müsste doch stolz auf ihn sein.
Und er merkt, nichts davon stimmt. Er schreibt in sein Tagebuch, Böhler erstaunt mich immer mehr. Sein fröhlicher Glaube, seine Freude an der Errettung, sein heiliger Lebenswandel sind echt, ganz im Gegensatz zu mir. Hey, das ist mal ehrliche Erkenntnis, oder? Wenn du feststellst, ich bin so ein Fake-Christ. Ich habe nach außen hin die richtigen frommen Sprüche, wenn mein Leben anguckt, da stimmt nicht viel. Und er erlebt diesen Mann, der mit einer unglaublichen Freude über die Erlösung in Jesus redet, über diese Gerechtigkeit, die man geschenkt bekommt. Und Böhler gibt ihm einen guten Rat und er sagt zu ihm, predige so lange dir selber den Glauben an Christi Gerechtigkeit, bis du es glaubst. Auf Deutsch, manchmal gibt Gott uns Erkenntnisse und Offenbarungen, die aber nicht in unserem Kopf hängen bleiben müssen, sondern zu einer echten inneren Glaubensgewissheit durchbrechen müssen. Stimmt's? Wir alle haben schon mal diese Bibelstelle gehört, wo es heißt im Psalm 103, der dir vergibt alle deine Sünden und heilt alle deine Gebrechen. Und in der Theorie sagen wir, ja, das steht in der Bibel, aber ist es dir eine echte Glaubensgewissheit, dass man dich nachts wecken könnte und du sagst, ich weiß, mein Jesus hat auch Heilung für mich erworben. Oder ist das nur irgendwas, was theoretisch in deinem Kopf steckt, aber wenn die Herausforderung kommt, kannst du es im Glauben nicht packen, weil es nicht wirklich Substanz und Gewissheit deines Glaubens ist. Es ist nur Theorie. Und der gute Wesley erkennt bei sich, hey, ich habe so viel frommen Kram im Kopf, aber nichts davon ist wirklich Glaubenssubstanz. Nichts davon ist Heilsgewissheit. Nichts davon ist wirklich Bestandteil meines geistlichen Lebens, sondern eigentlich nur frommes Zeug. Wow, was für eine Erkenntnis. Vielleicht deine Erkenntnis heute Morgen, wenn du hier bist. Was davon ist wirklich Glaubenssubstanz und was davon ist nur im Kopf? Es kommt der 24. Mai 1738. Er schreibt, an diesem Abend ging ich eher widerwillig in die Versammlung in der Aldersgate Street, wo jemand Luthers Einleitung zum Römerbrief vorlas. Um 20.45 Uhr, alleine, dass der Mann sich die Uhrzeit aufgeschrieben hat, während er beschrieb, welche Verwandlung Gott bewirkt im Herzen derjenigen, die an das Erlösungswerk Jesu glauben, fühlte ich, wie mein Herz ganz warm wurde und ich spürte eine Gewissheit. Ich vertraue auf Jesus, der am Kreuz meine Sünde getragen hat, damit ich frei und die Gerechtigkeit Gottes empfangen kann. Und diese Gewissheit packte mich, dass auch er meine Sünde weggetragen hatte und ich vom Gesetz der Sünde und des Todes und der ewigen Verdammnis befreit war. Ich war endlich, so schreibt er, zum lebendigen Glauben durchgebrochen. Wow. Darf ich dich das fragen, hast du noch einen toten Glauben oder ist er schon lebendig? Ich mag diesen Ausdruck, das wird seine gesamte Theologie beschäftigen. Er redet von dem lebendigen Glauben. Er sagt, tote Religion hilft dir nicht, totes Wissen hilft dir nicht, sondern es braucht der Moment, wo der Heilige Geist diese Gewissheit in dein Herz legt. Dir sind deine Sünden vergeben, du bist ein Kind Gottes. Darf ich dich das fragen, ist das die Gewissheit, die du in deinem Herzen trägst? Kannst du dich an diesen Moment erinnern, wo der Heilige Geist dich von deiner Sünde überführt hat, aber auch gleichzeitig davon, dass in Jesus die Gnade und Vergebung für dich ist? Leute, das ist der Moment, wo unser Glaube lebendig wird. Ja, die Bibel sagt, dein Geist wird von Neuem geboren. Christus wird in dir lebendig. Das war der Moment, der sein Leben packte. Und Kolosser 1, Vers 14 wurde eine seiner Lieblingsverse. In ihm, also in Jesus, haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden.
Das war der Punkt, wo er Gerechtigkeit in Christus empfangen hat. Jesus hat es bezahlt am Kreuz. Ich muss es nur im Glauben annehmen und diesen Tausch vollziehen und sagen, Herr, nimm du mein altes sündiges Leben und ich nehme deine Vergebung und deine Gnade und ich nehme deine Gerechtigkeit und ich werde ein Kind Gottes und Gott ist nicht mehr weit weg, Gott ist nicht mehr beängstigend, Gott ist nicht mehr der Richter, sondern er wird mein Vater, mein Retter, mein Begnadiger, mein Verheißungserfüller, mein segnender, unglaublich guter Gott. Ist das der Punkt, den du verstanden hast, der wirklich in deinem Herzen brennt? So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das revolutionierte sein geistliches Leben. Es gibt keine Verdammnis mehr. Jesus hat es getragen. Ich bin Gerechtigkeit Gottes in ihm. Hey, ich wünsche dir, dass du darüber anfängst zu singen und zu tanzen und zu feiern. Wenn du Gerechtigkeit Gottes bist, dann hat der Teufel keine Chance mehr, dich anzuklagen. Dann hat es keinen Punkt mehr, wo er dich packen kann, wo er dich mit der alten Schuld in deinem Gewissen heimsuchen kann. Du weißt, mir ist vergeben, ich lebe in Gerechtigkeit Gottes. Und dafür hat Jesus gesorgt. Es hat ihn so fasziniert, dass er nach Deutschland gereist ist und Monate bei den Herrenhutern zugebracht hat. Diese Leute lebten für ihn Christsein in einer ganzheitlichen Form. Er erlebte, dass diese Christen dort in Herrenhut 24 Stunden jeden Tag beteten. Da waren immer Schichten, die beteten rund um die Uhr. Und dann gab es die, wo man 10 Familien zusammen beackerten irgendwas, um die 11. Familie finanziell als Missionare aussenden zu können. Und diese Leute erreichten die gesamte damalige Welt. Die größte Missionsbewegung der damaligen Zeit waren die Herrenhuter. Und er begriff plötzlich was. Christsein hat nichts damit zu tun, letztlich wir gehen in Gottesdienst, sondern Christsein hat was damit zu tun, dass wir einen Lebensstil führen, der unsere gesamte Umgebung, unseren Einflussbereich, unsere Welt verändert. Und als er den Punkt für sich begriffen hatte, wurde ein Bibelvers sein Lieblingsvers und der steht in Römer 5, Vers 17. Wir wissen, dass die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, also sprich von neuem geboren sind, Jesus als ihren Retter aufgenommen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das packte ihn. Leute, und das packt mich. Sind wir Menschen, die beherrscht werden von Sünde, von Welt, von Umständen, von irgendwelchen Gegebenheiten, meinungspolitischen Dingen? Oder sind wir Leute, die die Herrschaft Jesu, das Denken Jesu, den Willen Gottes, die Liebe Gottes, dass wir unsere Umgebung, unser Umfeld, unsere Kirche, unsere Stadt, sind wir diejenigen, die das prägen? Was ist die Herausforderung für Christsein? Die Herausforderung für Christsein ist nicht, ich gehe sonntags in den Gottesdienst. Das kann jeder. Die Frage ist, prägst du dein Umfeld? Prägst du deine Family? Prägst du deine Kinder? Prägst du die Schule, wenn du drin bist? Wenn du Student bist, prägst du die Uni? Prägst du deinen Job, in dem du bist? Prägst du dein Dorf, in dem du bist? Nimmst du Einfluss? Leute, lass uns darüber nachdenken. Das war der entscheidende Punkt. Ja, wir sind das Licht dieser Welt. Es reicht nicht aus, ein bisschen Licht zu sein in der heiligen Gebetsstunde oder im heiligen Seniorenkreis oder was auch immer. Das ist lächerlich, das ist eine Farce, das hat mit Christsein gar nichts zu tun. Sondern unser Christsein macht sich offenbar, wo wir Einfluss nehmen, dort, wo Gott uns hingesetzt hat. Und der Mann kommt mit diesem Bewusstsein nach Hause. Und die Leute spüren, dieser lebendige Glaube in diesem Mann hat ihn verändert.
Er kann nicht mehr aufhören, von der Gerechtigkeit und der Gnade Jesu Christi zu reden. Und um ihn herum sammeln sich Leute, insgesamt 60 Leute. Und es kommt zum Jahreswechsel. Der Neujahrsabend in der Fetter Lane wird der eigentliche Knackpunkt seines Lebens. Wesley schreibt, um 3 Uhr am Morgen, als wir seit Stunden beständig im Gebet waren. Was waren die? Beständig im Gebet. Von Silvester auf Neujahr, was machst du zwischen Silvester und Neujahr? Das ist nett, wenn du deine Raketen abgeschossen hast. Es wäre besser gewesen, du hättest einen Durchbruch im Geist bekommen. Lass uns mal nachdenken, was machen wir da mit unserer Zeit? Um 3 Uhr, als wir beständig im Gebet waren, kam die Kraft Gottes mächtig auf uns. Wir sind im Jahre 1700. Und 40, wenn ich das richtig, ja, 1740. Und die Kraft Gottes kam mächtig auf uns. Jetzt kommt die Story. Manche von uns begannen vor lauter Freude laut zu jauchzen mit unaussprechlichem Seufzen. Wovon redet der Mann da gerade? Für mich als alten Pfingstler redet er gerade über die Erfahrung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Andere wurden von der Kraft Gottes zu Boden gestreckt. Manifestation der Gegenwart Gottes, es haut die Leute von ihren Schuhen. 1740, da gab es die Pfingstbewegung noch gar nicht. Nein, die Wahrheit ist, es gab die Pfingstbewegung schon immer, seitdem Pfingsten passiert ist und der Geist Gottes ausgebrochen und ausgegossen wurde. Als wir uns wieder von der Herrlichkeit des Herrn erholt hatten, brachen wir in eine Zeit des Lobpreises aus. Ich liebe das. Als wir uns von der Zeit der Gegenwart des Herrn erholt hatten. Hey, das hat die mitgenommen, die Jungs. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann geht das nicht spurlos an dir vorbei. Das ist nicht einfach nur, ich mache einen Haken an richtige oder falsche Theologie, sondern wenn Gottes Gegenwart kommt, dann packt sie dich. Halleluja. Und ab diesem Zeitpunkt, so schreibt er, der Heilige Geist begann unter uns zu wirken mit einer erstaunlichen Kraft, als wir uns in seinem Namen versammelten. Diese ungewöhnlichen Werke des Heiligen Geistes folgten mir beständig und segneten meinen Dienst. Ab diesem Zeitpunkt, wenn er predigte, fielen Menschen unter der Kraft Gottes während der Predigt zu Boden. Er nannte das Thunderstruck, wie vom Blitz getroffen. Und er sagt, die Überführung der Sünde war so stark, dass Menschen nicht mehr stehen konnten in der Gegenwart des Heiligen Gottes. Am 9. Mai 1739 schreibt er, am Abend, während ich Jesus als unser Opferlamm beschrieb, das unsere Sünden getragen hat, fielen 3 Personen wie tot zu Boden, weil sie plötzlich ihre Sünden vor sich sahen. Aber kurze Zeit später standen sie wieder auf und bekannten, dass das Lamm Gottes, welches die Sünden der ganzen Welt getragen hat, auch ihre Sünden mitgenommen hatte. Als diese Manifestation der Kraft Gottes in seinem Dienst passieren, wird er aus der anglikanischen Kirche entfernt. Man lässt ihn nicht mehr in der Kirche predigen. Er hat glücklicherweise zu der Zeit einen Freund bekommen, der heißt George Whitefield. Und er sagt zu ihm, John, wenn Sie uns die Kirche verbieten, Sie können uns den Marktplatz und die Straße nicht verbieten. Wir gehen einfach hin, wo die Leute sind. Das ist der Beginn von Straßengottesdiensten. Nicht, weil die Jungs das so wollten, sondern weil sie irgendwie aus der Not eine Tugend gemacht haben. Und er predigt oft zu Tausenden. An einem Küstenstädtchen versammeln sich über 40.000 Leute und der Mann predigt vom Pferd zu diesen 40.000 Leuten. Ich habe mich gefragt, was muss der für ein Stimmorgan gehabt haben, dass der durchgekommen ist. Etwas Unglaubliches geschieht.
Aber die Kritiker werden laut. Selbst sein Freund George Whitefield kommt zu ihm und sagt, du, das mit diesen Manifestationen, dieser Kraft Gottes, die da ist, ich weiß nicht, ob das gut ist. Und Wesley schreibt 2 Tage später, an diesem Sonntagmorgen hatte Whitefield gepredigt und als er die Leute einlud, ihr Leben Jesus anzuvertrauen und Vergebung ihrer Sünden zu empfangen, fielen 4 Menschen, die vor George gestanden hatten, plötzlich zu Boden. Einer lag ganz regungslos da, der 2. und 3. bewegte sich unruhig am Boden, ohne laute Geräusche zu machen, und der 4. flehte laut zu Gott um Gnade. Whitefield sagte später, es ist wohl besser, wir überlassen Gott, wie er seine Arbeit tun will. Was für eine coole Story. Ich dachte, ja, hey, die hatten ihre Vorstellung, wie Gott arbeiten muss. Das geht dir auch manchmal so, dass du denkst, du weißt, wie Gott arbeiten muss. Aber glücklicherweise hält sich Gott nicht an deine begrenzte Theologie. Er hält sich nicht daran, ob du das gerade für richtig oder falsch empfindest. Er macht's, wie er will, weil er ist Gott und nicht du. Und Leute, was ich lerne ist, wir müssen unsere Theologie dem Wirken Gottes anpassen und nicht uns versuchen, das Wirken Gottes in unsere Theologie reinzudrücken. Das wird nicht funktionieren. In seinem Leben begannen sich Heilungen durchzusetzen. Eine davon beschreibt er 1742. Er hatte 1,5 Stunden lang bei Eis und Schnee draußen gepredigt. Und sein Mitarbeiter Mr. Merrick und er hatten sich schwer erkältet und eine Lungenentzündung bekommen. Wesley erholte sich relativ schnell davon, aber Herr Merrick nicht. Der Arzt sagte uns, dass Mr. Merrick die Nacht nicht mehr überstehen würde. Ich trat zu ihm, aber er hatte keinen Puls mehr. Er zeigte keine Regung mehr. Wir erhoben unsere Stimme und beteten für seine Genesung. Er kam zu sich, schlug die Augen auf und begann leise zu sprechen. Der Doktor kam später und bestätigte, es geht ihm tatsächlich besser. Und wir staunten über die Gnade Gottes. 5 Tage später liegt der Mann im Sterben. Der Arzt informierte mich, dass er nichts mehr für Mr. Myrick tun konnte. Ich ging zu ihm. Viele waren um sein Bett versammelt und weinten. Seine Beine waren eiskalt und der Tod schien ihn fest im Griff zu haben. Wir knieten nieder und begannen zum Herrn zu schreien. Plötzlich öffnete er die Augen und rief nach mir. Von Stunde an wurde es besser. Seine Farbe kehrte zurück und er wurde vollständig geheilt. Ein Wunder vor unseren Augen. Und dann schreibt er in seinem Tagebuch, Mr. Merrick starb 1770 nach einem erfüllten Dienst. Dieser Mann entdeckte, dass der Heilige Geist noch viel mehr kann, als einfach nur Leute in der Kraft Gottes überwältigen. Dass der Heilige Geist auch Gaben der Heilung hatte. Er schreibt von John Newton, einem Mann, für den er beten musste, weil er dämonische Belastungen hatte, wie er frei wurde. Und er schreibt in seinem Buch, ich kann diese Befreiung nicht natürlich erklären. Es kann nur von Gott kommen. Und dafür bekam er unglaubliche Prügel. In Kirchenkreisen hat man ihn als Schwärmer abgestempelt. Und er schreibt, soll ich lügen? Ich kann doch nicht verschweigen, was der Herr Übernatürliches getan hat. Ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Dieser Mann entdeckt, dass das Leben mit Jesus und der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, nur mit übernatürlicher Kraft zu tun ist, nicht mit menschlicher Kraft. Und ich wünsche dir, dass du diesen Gedanken in dein Herz bekommst. Wenn Gott dich gerufen hat, ihm nachzufolgen, dann nicht in deiner Kraft, sondern in seiner Kraft. Das ist der Grund, warum Jesus seinen Jüngern gesagt hat, Leute, wartet, bis ihr angetan werdet mit dieser Kraft aus der Höhe. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Dann wird euer Leben eine neue Dimension nehmen. Hey, versuch nicht, übernatürliches Leben aus deiner Seele zu produzieren, sondern dazu brauchst du einen wiedergeborenen Geist. Nur wenn der Heilige Geist anfängt, die Kraft Gottes in unser Leben hinein freizusetzen, können wir auch übernatürliches Leben weitergeben. Und das ist, was die Bibel sagt in Johannes 7. Aus eurem Leib sollen die Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sprach er von dem Geist, den sie empfangen sollten. Leute, wir sind in einer Zeit, wo wir diese übernatürlichen Dinge mindestens genauso brauchen wie diese Leute damals vor 250 Jahren. Die Kritiker hatte er damals, wie wir auch heute.
Und sie haben ihn gefragt, ey, wieso passieren bei dir diese Wunder? Warum ist Gott so gegenwärtig bei dir? Und seine Antwort ist klassisch. Der Grund, warum in den Kirchen so wenige Machtwirkungen des Heiligen Geistes zu sehen sind, liegt darin begründet, dass sie nicht mehr begehrt werden. Es ist ein schwerer Fehler zu glauben, dass alle Welt schon christlich wäre. Nein, die Christen heute haben genauso wenig Kraft des Geistes wie die Heiden. Wenn Jesus heute wiederkommen würde, er könnte wenig Glauben finden. Die Christen haben das Niveau der Welt erreicht und die Kraft Gottes verleugnen sie. Und wo immer vom Heiligen Geist gesprochen wird, werden die Prediger als Schwärmer und Heuchler abgetan. Das hat er schon vor 250 Jahren gesagt. Und hat festgestellt, Leute, was wir brauchen, ist ein übernatürliches, neues Erfülltwerden vom Heiligen Geist. Ohne seine Kraft werden wir es nicht hinbringen. Und er machte damals was, was in den Augen der Leute völlig, völlig einzigartig war. Nämlich, Whitefield schreibt über Wesley, mein Bruder John handelt klug. Die Menschen, die durch seinen Dienst zum Glauben finden, die schult er und er unterrichtet sie in Klassen. Und so bleibt die Frucht seiner Arbeit erhalten. Wesley hat was verstanden. Dieser überzogene Anfang fand hier eine gesunde Basis. Er sagte, wenn wir Christen nicht lehren, wenn wir Christen nicht ausrüsten zum Dienst, dann wird alles das, was wir tun, am Ende nur Stückwerk bleiben. Wir brauchen Gemeinde, die permanent wächst. Wir brauchen Leute, die permanent in ihrer Glaubensreife wachsen. Und ich habe darüber nachgedacht und gesagt, das stimmt. Hey, wenn du in irgendeine Firma gehst und ein Handwerk lernen willst, weißt du, da gibt es das erste, zweite und das dritte Lehrjahr. Und dann gibt es einen Plan, den du entdecken musst und den du dann erfüllen kannst. Das geht in jedem Bereich so. Nur wir Fromme machen das so nicht. Wir glauben, wenn Jesus mal in unser Leben gekommen ist und die Sünden vergeben hat, dann ist alles cool. Darf ich dich was fragen? Hast du einen Wachstumspfad für deine Bibelarbeit? Hast du einen Wachstumspfad für dein Gebetsleben? Hast du einen Wachstumspfad für deine geistliche Entwicklungsreife? Hast du einen Wachstumspfad, wie du hineinkommst in all die Segnungen Gottes? Oder läuft dein Leben einfach routinemäßig vor sich her, ohne dass du irgendwie wächst? Und wenn du am Ende des Jahres guckst, Gott, wo bin ich hingewachsen? Keine Ahnung, war genauso schlecht wie letztes Jahr. Darf ich dich das fragen? Wo ist dein Wachstumspfad? Wesley hatte begriffen, wenn die Kirche nicht permanent wächst, wenn Leute nicht zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, wie es der Epheserbrief sagt, wird die Bewegung nicht wachsen. Werden wir unseren Einfluss nicht weitergeben können. Nochmal meine Frage an dich, wo ist dein Wachstumspfad? Was sind die Ziele, die Gott dir gegeben hat, wo du hin sollst fürs nächste Jahr? Oder vertust du einfach nur deine Zeit Jahr für Jahr und wunderst dich, dass nichts rauskommt aus deinem Leben? Mich hat das schon vor Wochen beschäftigt. Und ich habe gesagt, Herr, wir brauchen einen Wachstumspfad für unsere Kirche. Und wenn du nach draußen gehst, wirst du am Infotisch so einen Flyer finden. Wir werden in den nächsten anderthalb Jahren dich in einen geistlichen Wachstumspfad mit hineinnehmen, wo du anfängst, nochmal deine geistlichen Grundlagen anzugucken, zu schauen, habe ich aus der Vergangenheit alles bewältigt? Wie werde ich in Jüngerschaftsprozesse hineingenommen? Wie werde ich mein geistliches Leben entwickeln können? Wie komme ich dahin, dass ich tatsächlich zu einem Mitarbeiter werde? Wie komme ich in Leiterschaft hinein? Wie beginne ich Einfluss, um mein Leben herumzubauen? Wenn du das willst, ich lade dich ein, nimm dir diesen Flyer mit nach Hause. Es wird im Januar 2025 starten und dann anderthalb Jahre gehen. Und ich glaube, dass Gott uns hier ein Tool in die Hand gibt, wie wir als Kirche nach vorne wachsen, wie jeder Einzelne von uns in die Prozesse hineinkommt, die Gott für ihn vorbereitet hat. Der gute John Wesley hat das verstanden. Er schreibt nahezu am Ende seines Lebens Folgendes. Ich fürchte nicht, dass es irgendwann die Methodisten in Europa nicht mehr geben wird.
Vielmehr sorge ich mich darum, dass die Methodisten zu einer traditionellen Sekte verkommen sind, die nur noch tote Werke ohne Kraft und Wahrheit praktizieren. Und das wird unzweifelhaft der Fall sein, wenn Lehre ohne Geist übrig geblieben sind. Wenn du das heute anguckst, hat der Mann prophetisch das vorhergesagt, wie die Bewegung sich entwickelt hat. Denk an die Gemeinde, in der du bist. Sind wir zu einer traditionellen Sekte verkommen, wo kein geistliches Leben mehr stattfindet, wo Kraft Gottes nicht mehr sichtbar ist, wo von Generation zu Generation wir die Kinder verlieren, wo wir nichts mehr weiterzugeben haben außer Tradition, aber lebendiger Glaube fast nicht mehr stattfindet. Wenn unsere Kinder uns fragen, Papa, Mama, Opa, Oma, wann hast du das letzte Wunder mit Jesus erlebt? Und du nur noch mit den Schultern zuckst und den Geschichten von vor 50 Jahren erzählen musst, dann sind wir auf dem Weg, den der gute Wesley hier beschreibt. Wir verkommen zu einer traditionellen Sekte mit toten Werken ohne Kraft und ohne Wahrheit. Und Jesus hat in der Offenbarung an die Kirche in Ephesus Folgendes geschrieben, Offenbarung 2. Denke, wovon du gefallen bist, kehr um und tu Buße und fang wieder an, die ersten Werke zu tun. Wenn nicht, werde ich kommen und den Leuchter deiner Kirche umstoßen. Leute, keine Gemeinde hat ein Recht darauf, immer zu existieren, sondern sie hat nur dann eine Existenzberechtigung, wenn sie den Auftrag Jesu wahrnimmt, das Evangelium in Kraft und in Wahrheit zu verkündigen. Ansonsten hat Gott keine Mühe, unseren Leuchter einfach zur Seite zu schieben und zu sagen, Jungs, ihr erfüllt schon lange nicht mehr den Auftrag. Es ist Zeit, dass ihr Platz macht für andere. Mich bewegt Wesley. Und mich bewegt diese unglaubliche Sehnsucht dieses Mannes, Reich Gottes zu bauen. Und ich entdecke diese zwei Geheimnisse seines Lebens. Ich kann mir die Gerechtigkeit vor Gott nicht mit meinen eigenen Werken erarbeiten, sondern ich muss das Geschenk der Vergebung in Jesus und die damit verbundene Gerechtigkeit vor Gott, die muss ich mir schenken lassen. Aber aus dem Beschenktwerden mit der Gnade Gottes, aus dem Beschenktwerden mit der Liebe Gottes, beginnt dieses Feuer der Liebe mich zu treiben, das Evangelium, wo ich auch immer nur kann, hinzubringen. Beginnt mein Leben sich darum zu drehen, Gott, du hast mir alles geschenkt, was ich haben kann. Ich will für dich leben. Und dann zu begreifen, selbst das muss ich nicht aus meiner Kraft machen, sondern ich darf mich mit dem Geist Gottes zusammenbinden und er wird die Triebfeder, er wird die Kraft, er wird die Veränderung, er wird der Wunderwirkende in und durch mein Leben. Und damit, ihr lieben Freunde, werden wir zu Menschen, die diese Welt tatsächlich in der Kraft Gottes verändern. Das wäre ein guter Punkt gewesen, laut Amen zu sagen.